Hallo meine Lieben zu einer neuen Rezension. Heute gibt es das Buch der Bücher auch bei mir, und zwar Shades of Grey, Geheimes Verlangen von E.L. James. Ja, eine richtige Rezension werde ich zu diesem Buch nicht machen. Ich würde eher gern einen Kritikpunkte-Ausräumen-Video darüber machen, weil ich sagen muss, ich wollte es ja nicht lesen, habe es ja dann geschenkt bekommen. Und habe es dann auch tatsächlich in kürzester Zeit gelesen und es hat mir wahnsinnig gut gefallen. Also ich kann es wirklich nicht anders sagen und deswegen möchte ich einfach auch ein paar Kritikpunkte einfach auswischen, die ich finde nicht angebracht sind. Und dann fange ich einfach mal an. Wie gesagt, über den Inhalt brauche ich jetzt keine Wörter mehr zu verlieren. Ihr wisst alle, um was es in diesem Buch geht. Und deswegen fange ich mit meinem ersten Punkt an, den ich nicht für gerechtfertigt halte. Und zwar ist ja auch die Rede gewesen, dass Anna naiv ist. Und hierzu muss ich leider sagen, finde ich überhaupt gar nicht. Ich finde Anna nicht naiv, überhaupt gar nicht, gar nicht, gar nicht, gar nicht. Alles andere als naiv. Ich meine, sie ist 21 Jahre alt, sie hat noch nie irgendwas mit sowas zu tun gehabt, also weder mit hier Fesseln, Peitschen, was auch immer. Sie ist ja sehr unerfahren, was die Liebe anbelangt, und ich finde, da kann man einfach nicht von Naivität sprechen. Ich denke, jedem von uns ginge es wie ihr. Keiner wird wahrscheinlich, oder ich hoffe zumindest, ich denke zumindest, nicht hoffen, aber ich denke zumindest, dass wenige wirklich mit dieser extremen Materie irgendwas zu tun haben. Und ich denke, deswegen kann man einfach nicht von Naivität sprechen. Klar, diese Frage, diese spezielle Frage, hast du in deinem Spielzimmer auch eine Xbox? Okay, die ist ein bisschen, ne, daneben. Aber sie kann sich halt einfach nichts unter einem Spielzimmer vorstellen. Ich meine, es gibt auch Männer, die haben tatsächlich ein normales Spielzimmer, wo Fernseher, Bücher, DVDs, Spielekonsolen drin sind. Also davon mal abgesehen, ich kann einfach nicht von Naivität sprechen. Ich finde sie eigentlich eher liebevoll. Ich finde sie ja einfach ein bisschen blauäugig vielleicht, aber nicht richtig naiv. Also sie geht halt einfach an die Sache anders ran. Oder sieht sie einfach anders, aber trotzdem weiß ich oder denke ich, dass sie weiß, worauf das hinausläuft. Also von dem her, Naivität finde ich überhaupt nicht. Ich finde sie süß, ich finde sie nett, ich finde sie, wie sie sich gibt und tut, total süß. Ich fand es einfach niedlich. Also der erste Punkt, Naivität, kann ich nicht wirklich sagen. Kann ich einfach nicht. Der zweite Punkt, der mir aufgefallen ist, der vielerorts oder vielerseits besprochen wurde, ist diese dauernde Wiederholung. Gut, ja, also wenn ich überlege, wie oft sie an einer Seite an ihrer Unterlippe rumkaut, da bin sogar ich ein bisschen grantig geworden, und da dachte ich mir so, wenn sie es noch einmal tut, schmeiß ich das Buch in die Ecke. Aber es wird ja dann im Laufe des Buches erklärt, warum sie das tut, beziehungsweise nicht, warum sie das tut, aber, ja, wie soll ich sagen, dass es halt einfach eine spezielle Wirkung auf Christian hat. Und, ja, sie nutzt dann diesen Tool einfach, sag ich mal, um, ja, etwas zu erreichen, was sie dann eben möchte. Und deswegen konnte ich mich damit auch irgendwann arrangieren, dass die Bettszenen sich immer wieder wiederholen. Da muss ich ganz ehrlich zugeben, ich bin von nichts anderem ausgegangen. Weil ich habe noch nie ein Buch in dem Genre gelesen und deswegen habe ich auch mir nichts groß dabei vorgestellt und kann dementsprechend auch nicht sagen, dass sich die Bettszenen irgendwie immer wiederholen. Denn klar, es ist dasselbe, aber was tut man schon groß anderes? Also, ich meine, klar, diese Szene mit Fesseln, Peitschen und Krawatten, bestimmte graue Krawatten und so Zeug, okay. War dann nochmal was anderes, aber so der klassische Bettgeschichte, ja, war einfach so. Und ich fand jetzt nicht, dass es sonderlich schlimm ist. Also von dem her, Wiederholungen ja, aber irgendwie konnte ich damit leben. Also mich hat es nicht gestört. Genauso wie der dritte Punkt, den ich ansprechen wollte bei dem Buch, wo ich auch sage, finde ich jetzt überhaupt nicht, ist der Schreibstil. Also ich habe schon deutlich schlechtere Bücher gelesen, auch Bücher, die eigentlich, auf die ich mich gefreut habe, habe ich schon weitaus schlechtere gelesen. Also ich fand den Schreibstil nicht schlecht. Ich fand ihn nicht überragend, klar, aber ich fand ihn jetzt auch nicht irgendwie total schlimm schlecht. Ich meine, er liest sich locker. Ich habe die knapp 610 Seiten in 2 Tagen gelesen, also es hat mich gefesselt.
Und also kann der Schreibstil nicht ganz so schlimm gewesen sein, weil ich finde, ein schlechter Schreibstil merkt man dann einfach auch, dass man nicht so schnell liest, finde ich zumindest. Oder so geht es mir. Also wenn ein Schreibstil schlecht ist, dann lese ich dementsprechend auch langsamer. Also dementsprechend konnte ich das alles sehr flüssig und schnell lesen und hatte einfach auch überhaupt keine Probleme damit. Und ja, also wie gesagt, Schreibstil fand ich auch nicht schlimm, nicht überragend, aber das habe ich jetzt auch von so einem Genre jetzt nicht erwartet, dass der mich mit irgendwelchen Wortkreationen umhaut. Habe ich jetzt nicht erwartet, deswegen bin ich da auch nicht enttäuscht worden. Und der letzte Punkt, der mir eigentlich am wichtigsten war, wo alle Leute gesagt haben, dass das Buch so prüde ist. Also ich finde es nicht prüde, muss ich ganz ehrlich zugeben. Also ich bin, ja, ich weiß es nicht. Also ich gerade bei diesen Szenen, wo es dann Bondage und hier, keine Ahnung, Peitsche, Fesseln, was auch immer ging, war ich froh, dass ich das Buch zu Hause in meinen eigenen vier Wänden lesen konnte. Also ich hätte es nicht gerne irgendwo außerhalb lesen wollen. Und deswegen, ich fand es nicht prüde. Also ich finde dafür, dass das Buch aus Amerika kommt, fand ich es nicht prüde. Und ich weiß nicht, ob andere Bücher aus dem Genre vielleicht heftiger geschrieben sind, noch heftiger. Also ich fand es okay. Also ich fand, es hätte nicht noch ausführlicher erklärt werden müssen, was da alles so getan wird. Also von dem her fand ich es auch nicht prüde. Und ich weiß nicht, ob ich dann einfach prüde bin und deswegen das nicht so sehe. Aber ich weiß, dass es vielen anderen Leuten auch so gegangen ist, die auch gesagt haben, nö, also das Buch ist nicht prüde und es ist auch nicht irgendwie komisch oder sonst irgendwas, sondern einfach, ja, wie gesagt, also ich fand es nicht prüde und ich kenne viele andere, die auch gesagt haben, dass das Buch nicht prüde ist. Also wie gesagt, dafür, dass es aus der USA kommt, finde ich es schon sehr krass. Und das waren eigentlich so diese immensen Kritikpunkte, weswegen ich dieses Buch eigentlich nicht hätte lesen wollen. Wie gesagt, deswegen hätte ich sie mir nicht gekauft. Vielleicht habt ihr euch dieses Buch aus den Gründen auch nicht gekauft. Dann kann ich euch eines Besseren belehren. Ich fand es, wie gesagt, Kritikpunkte überhaupt nicht gerechtfertigt. Ich habe dem Buch 4 von 5 Sternen gegeben. Meine schriftliche Rezension werde ich euch auch in die Infobox verpacken. Und ich finde 4 von 5 Sterne für so ein Genre also für so ein Buch aus so einem Genre finde ich gut. Es hat eigentlich nur den einen Punkt Abzug bekommen, weniger inhaltlich, sondern mehr die Verpackung des Buches. Und zwar fand ich es einerseits sehr schade, dass das Buch, also die zweite Auflage des Buches, nicht mehr diesen Kreis in der Mitte hatte. Also ich weiß, dass die erste Ausgabe hier ein Loch quasi hatte. Fand ich schade, dass sie das in der zweiten Ausgabe nicht mehr gemacht haben. Fand ich einfach schade. Und das Cover selber finde ich ganz, ganz schrecklich. Nicht vom Äußeren, also ich finde, so vom Aussehen finde ich es klasse, düster, dunkel und einfach geheimnisvoll. Aber dieses, ja, samtig gummierte irgendwas fand ich einfach grausam anzufassen. Und es ist wahnsinnig tapperempfindlich. Kennt ihr das, wenn ihr dann da so Finger, ich meine, ihr müsst es ja halten, es hilft ja nun mal nichts. Aber diese Tapper sind einfach blöd. Also das Buch schaut aus, als hätten es 20.000 Leute mit dreckigen Händen in den Händen gehalten, dabei habe nur ich gelesen und man kriegt diese Fetttapper einfach auch nicht weg und das fand ich einfach schade. Ich finde, das verhunzt das ganze Buch. Ich weiß dann nicht, wie der zweite Teil ist. Ich hoffe, der ist da ein bisschen anders gestaltet, hoffe ich. Und ja, mehr habe ich eigentlich gar nicht dazu zu sagen. Es war eigentlich nur mein Anliegen, diese Kritikpunkte auszuräumen, weil ich fand es einfach nicht gerechtfertigt, diese Kritikpunkte. Vielleicht, klar, es sieht jeder anders, aber ich habe einfach doch die Meinungen von anderen gehört oder gelesen, die auch in derselben Meinung waren wie ich. Und deswegen war es mir einfach auch wichtig. Ich hatte ja in meinem letzten Neuzugänge-Video oder Book and Talk-Vlog ja gefragt, ob jemand eine Rezension dazu haben wollte. Haben ja einige gesagt, ja, sie hätten gern eine. Eine direkte Rezension ist es jetzt nicht geworden. Es ist halt eher ein Pro und Contra oder wie auch immer Video draus geworden. Aber ja, wie gesagt, eine richtige Rezension werde ich nicht draus machen. Ich werde das Buch auch, werde das Video, ich weiß auch noch nicht, wie ich es nennen werde, wahrscheinlich nicht Shades of Grey. Und ja, was ich noch sagen wollte, ich bin sehr gespannt auf den Werdegang von Christian im zweiten Teil. Im ersten Teil fand ich ihn ja, es hat sich die Waage gehalten. Also ich fand ihn ja, also ich hätte nicht so einen Mann wollen. Ich könnte nicht mit sowas.
mit so einem herrischen, alles bestimmenden könnte ich überhaupt nicht. Also dafür bin ich selber eine viel zu starke Persönlichkeit, um mich da unterdrücken zu lassen. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er im zweiten Teil bei weitem sympathischer rüberkommt. Und da bin ich einfach schon sehr gespannt darauf. Habt ihr das Buch gelesen? Wie fandet ihr es? Es würde mich interessieren. Lasst mir doch da einfach einen Kommentar da. Ich weiß, das Buch ist in aller Munde, aber es würde mich einfach trotzdem interessieren. Habt ihr das Buch gelesen und wie ihr es gefunden habt? Ich weiß, die Rezensionen oder die Meinungen sind ja da wirklich ja, gespalten. Und ich bin einfach gespannt auf eure Meinung. Ich hoffe, das Video hat euch Spaß gemacht. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis die Tage. Tschüss!